Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox. Willkommen zu Fallout 4 in VR. Wir sind auf einer Bohrinsel und uns fehlt noch der letzte Schlüssel, um diese ominöse Tür zu öffnen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall eine krasse Quest und da kommt bestimmt noch was Großes. Ich befürchte es. Nach der Meldung geht's los. Bis gleich. Also wie gesagt, letztes Mal, ein Lämpchen fehlt, zwei von drei haben wir. Es muss hier irgendwas hier drin sein. Hier unten haben wir schon alles geklärt. Wir gehen ein Stockwerk hoch. Komm, Gabe, lass dich nicht so hängen. Gehen hier nochmal durch, hier waren wir. Hier sind noch keine Tiere. Haben wir hier... Ah, Munition. Das ist das Militärquartier. Hanteln. Man muss ja fett bleiben. Yes. Munition ist immer gut. Toilette. Wird wahrscheinlich nichts Interessantes drin sein. Hier haben wir... Aha! Da ist ein Terminal. Der letzte. Mini-Nuke. Clear nochmal kurz die Kanister. Okay. Safe nochmal schwind. Und dann öffnen wir den Pack. Crew Logs. Gibt's nix. Error Data Crypt und Send the Clearance. Wir haben alle drei. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir können jetzt durch die Tür durch. Mal gespannt, was uns erwartet. Wie ein Flitzebogen. Tür ist auf. Wir gehen rein. Waffe auf Anschlag. Wissen nie, was uns erwartet. Wir sind doch auf einer Bohrinsel. Okay. Das ist strange. Gute. Ist halt ziemlich ungenau, die Waffe. Die recoilt immer so nach oben. Also im Nahkampf ist die perfekt. Schnell nachladen. Gucken wir uns mal hier diese Ecke an. Und ein Safe, Motherfucker. Der schon offen ist. Ja, okay, warum nicht? Also Munition, Omas. Daran fehlt es uns nicht. Es muss ja was Gutes passieren. Mal kurz die Stats von dem Recording checken. Alles safe. Jetzt muss ja was Großes passieren. Was ist? Da, da, da. Ein Aufzug. Wir gehen zu Fuß. Der ist bestimmt kaputt. Und danach sterben wir. Wow. Wow. What the fuck? Mal Kind. Alles voller. Die wir aber nicht benutzen können. Okay, ist nur Attrappe. Trotzdem nett anzuschauen. Das sind... Oh, Munition. Das sind X3, glaube ich, Modelle. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fortschrittliche Technologie. Ah, den Missile Launcher wollte ich jetzt nicht. Dann schmeißen wir gleich wieder raus. Der wiegt einfach viel zu viel. 35, nee, 21. Ich wollte eigentlich nur hier
Die Missile. Da hinten stampft schon wieder einer rum. Ja, dann mach mal. Jetzt mache ich die ganze Arbeit, außer Brutus. Nice shot. Oh, Meyer Lurker. Ah ja. Ah, vielleicht haben sich die Ghule schon um die Meyer Lurkers gekümmert. Andersrum wäre es. Bezweifle ich es. Missiles. Okay, hier wurden also Missiles hergestellt. Die haben ein großes vorgehabt, ey. So viel. So viel Power-Rüstungen und so viel Munition. Attrappe. Wow. Dass wir nicht gegen die kämpfen müssen, da hätten wir den mal verschissen. Bei der Menge. Gut, aber was müssen wir machen? Wow! Mini-Meyer-Lurkers! Müssen wir hier an dem Ding drehen? Nein. Was sagt denn unser Questmarker? Find a way to restart the reactor. Das ist doch der Reaktor scheinbar. Okay, wir müssen also hier irgendwas machen. Hier? Nein. Noch können wir das aushalten, die Radioaktivität. Und mehr ist hier nicht. Okay, wir müssen uns das nochmal ganz genau anschauen. Ich hätte jetzt gedacht, haha, hier. Power on. Sind das vielleicht mehrere? Würde Sinn machen, dass sowas nicht alleine... Alleine das Teil einschaltet. Hier ist nichts, nichts, nichts. Nein. Nein, nope. Strange. Mal da hinten irgendetwas? Vielleicht da hinten? War da noch so ein Stück Landzunge ist. Auch nicht. Okay, ich bin überfragt. Was hatten wir angestellt? Ist activate. Ja, das machen die schon. Immer wieder zurück. Hat sich an dem Questmarker was gemacht? Yes. Irgendwas habe ich vergessen. Und da kann man auch nichts machen. Sieht zwar so aus, aber nein. Und vielleicht doch hier. So eine Reaktoren. Hier! Reed. Oh, come on, Ray. You've got to be the stupidest man I've ever had to work with. Next time the power's out, all you have to do is flip this switch and the switch by the water pump, haben wir. Don't tinker with the reactors, for God's sake. I have enough of you beating something and me having to clear up your mess. If this doesn't get through that thick skull of you, I will throw you over the ratings. Okay. So. Whoa. Und wo kommen die denn jetzt her? Oh, da kommt ein Haufen.
Da unten ist noch ein Gegner. Warum wird der extra markiert? Da unten noch. Oh oh. Mutated. Was hast du denn Schönes? Reduce Damage von Super Mutants bei 15. Okay. Fehlt noch. Irgendwie da hinten. Oh, what the fuck? Eine Mile Locker Queen. Open Clapedia. What do you want to know? Mile Locker Queen. The Mile Locker Queens are type 5 Mile Lurks. They are rarely seen Mile Locker variants, considerably larger and more dangerous than her offsprings, and inflicts significantly more physical and radiation. Their arrivals are announced with a great draw. In addition to their claws, they possess a ranged acidic spittle that poisonous. Once combat is initiated, the queens will occasionally eject a barrage of eggs that spawn a wave of hatchlings, an ability that is considered a grenade attack. Okay. Gut, die Meisterarbeit hat Gabe gemacht. Gabe, hinter dir! Easy. I think iterated blood. Aber für den ersten Moment hatte ich echt Schiss. Riesiges Teil. Okay. Aber ich glaube, hier haben wir das meiste. Mile Lurkers, immer diese Mile Lurkers. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir können wieder zurück. Report to General Ward. Machen wir. Oh mein, oh mein, oh mein. Heftiges Teil. Hätten wir Gabe nicht, und Brutus natürlich, und Ghost natürlich. Ich glaube, ein bisschen aufgeschmissen. Vor allem mit den ganzen Ghouls. Ich habe mich um die kleinen Dinge gekümmert. Ja. Ist immer wichtig. Okay, war schon der richtige Weg. Ja, ist immer wichtig, Aufgaben zu verteilen. Immer wichtig. Oh, hier leckt's wieder. Totally. Wrecked. Noch eins hoch. Hallo? Ist hier jemand? Hier. General Ward? Excellent. Alles beseitigt? As soon as you restored the power, I was able to access some inventory reports. According to some of them, the facility was housing a number of suits of power armor, marked as the X-01. X-01. Yes, sir. Yes, sir. They're all still there. Good news for a change. Now, I'd like you to join me in the comms room. I imagine you'll want to hear what I have to say. Ja. Komm, lauf. Nicht den ganzen Tag Zeit. Irgendwie will ich hier weg. Umringt von Wasser. Das mag ich nicht. Ich will Land unter meinen Füßen haben. Warum müssen wir jetzt den ganzen Weg laufen? Na gut, er möchte halt einen Chef markieren. Wo will er jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Da ist ja nix. Ach da. The broadcast equipment still seems to be in working order. Here goes. This is a general announcement to all serving personnel of the United States Armed Forces and United States government.
Under immediate effect, you are all to be grouped in Sector Omega 75 for reassignment. Those who disregard this order will be judged as deserters and will be prosecuted to the fullest extent of the law. General Russell Ward, signing off. Okay. We are the Enclave, the last bastion of our beloved America. From what I've seen here today, we have a lot of work to do. Now, let's get to work. This facility was never intended to serve as a major base of operations, but it seems we've lost all our mainland holdings. While we wait for the forces to arrive, I have a new task for you. Mm-hmm. There's a former military base located close to Boston. Unfortunately, according to the logs, it didn't survive the Great War. Recently, it seems to have been breached by a number of unauthorized personnel. We need to recover some equipment before it falls into the wrong hands. Dr. Kane will have more information for you. Finally, due to your assistance during these present times, it is my pleasure to induct you as a private of the Enclave Armed Forces. Nice. Dismissed. You can now freely fast travel from the oil rig to the Commonwealth and vice versa via the pinpoint map. The mark located in Commonwealth is to the east of Fortune. Okay. Gut. Geil, kleiner. Großer, wie auch immer. Gut, jetzt müssen wir mit Frau Doktor reden. Die hat noch eine Aufgabe für uns scheinbar. Oh, wie weit hoch noch? Ach, wir müssen raus. Okay. Oh, es ist Nacht. Aber keine Ghule mehr, schätze ich mal. Mir alles befreit. Da unten ist irgendwas. Achso, ja. Der Ölmensch. Ja, hier irgendwie runter. Ich nehme die Abkürzung. Wow! Das war der Ölmensch. Cool. So, Frau Doktor, ich brauche Aufgaben. Excuse me, Doctor? Not the most glamorous workplace, I'll admit. I assume the General sent you? Yes. Yeah. Good. Down to business, then. I need you to recover some important equipment from the underground military facility. We can't risk them being found by the wrong people. The items you'll be looking for are a Hactane capacitor, an automated analyzer, a Tiriski scanner and an FEV sample. Oh, was noch alles? What did you need again? The first item you're looking for is the Hactane capacitor, which will help us restore functionality to the factory. The next item I need is the Tiriski scanner, a medical tool which will be an indispensable asset to have in the medbay. I also need an automated analyzer. This will help me when working with toxic agents. It'll likely be stored in the facility's warehouse. Finally, you'll need to recover an FEV sample. It is of paramount importance that I have access to this agent. It is crucial to the Enclave's work. Vier Sachen, okay. Gut. I'll get right on it. Good luck. Go to the facility. Die Facility ist nicht hier. Ja, da müssen wir wegfliegen. Okay. Mal technisch. Mal noch? Erwängen? Aber jetzt fliegen wir erstmal zurück. Ich brauche Land unter meinen Füßen. Können wir das jetzt nutzen? So, wir sind wieder zurück in unserer Facility. Gucken uns mal kurz das da, go to the facility und gucken mal, show on map. Hä? Wir sind doch jetzt... Wo ist denn die Facility? It's me to get an all pre-efficient to record some better.
Shadow und Map. Aber wir sind doch jetzt... Oder müssen wir zurück? Warte mal. Also ist schon richtig, wir müssen hier raus. Würde ich jetzt sagen. Was a calling? Ja, hier. Am Arsch der Welt. Okay, Vault Tech Calling. Vault 88. Bin mal gespannt, was passiert. This is an emergency broadcast signal from Vault 88. Authentication code word, Impish. Vault 88 emergency classification. Unspecified integrity breach warning. Any available Vault-Tec personnel are required to respond under emergency protocol VT-76. This signal will repeat. Okay. Und dann haben wir hier Caravan Distress. Aber nix. Okay, wir haben hier... Enclave Radio? Ja, das ist genau das, was da... Ja, aber es ist mir zu viel Laber jetzt. Investigate. Show on Map. Ist auch wieder am unteren Rand. Kommen wir irgendwann mal hin? Auf jeden Fall... Ja, Facility. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Haben wir hier noch irgendwas... Reporten. Mhm. Aha. Cop the Scrap. Da müssen wir auch noch hin. Oh, am Arsch der Welt wieder. Mhm. Diamond City. Dr. Nick. Okay. Auf jeden Fall geben wir die Quest ab. Dr. Knight. Knight Rise, ja, nicht Dr. Knight, also die Tempelritter, US Brotherhood. Die geben wir ab. Da sieht man einen Bug, ich weiß. Jetzt aber zu faul, den wegzumachen. Müssen wir echt drüber hinwegsehen manchmal. An sich läuft es ja trotzdem ganz gut. Machen wir es so. Status Report zurück und dann geht's weiter. Also wir gehen jetzt erstmal einen Status Report zurück zum... Whoa, what the fuck? Was war das? LOL! Da müssen wir hin. Da müssen wir sofort hin. Was war das? Irgendwas Grünes oder so. Was? Was geht ab? Okay, wir müssen auf die andere Seite. Habt ihr das gesehen? Es kam von der Richtung. Und da ist da gelandet. Mal gespannt. Ist auf jeden Fall abgestürzt, hier in der Nähe. Das hat man gehört. Okay. Mal suchen. Vielleicht sehen wir Rauchgeschwader. Also heute passiert einiges. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da hinten brennt's. Okay. Da ist irgendwas abgestürzt. Nicht wehtun. Sind von der Seite rein. Ich muss gucken, ob es wirklich aufnimmt. Dass wir es bloß nicht. Bloß nicht aufnehmen.
Was ist das? Ein fucking Raumschiff. Gut, ist in die falsche Richtung abgestürzt. Aber vielleicht hat es eine Kehrtwendung gemacht. What the fuck? Safen wir ganz kurz. Okay, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Mal irgendwas finden. Ja, am besten wäre es am helllichten Tag. Dahinter ist auch irgendwas. Ein Bunker. Hier muss doch noch irgendetwas sein. Wenn da irgendwas mit dem Teil geflogen ist, dann muss das doch hier irgendwo sein. Gucken einmal. Außenrum noch? Aha, eine Kiste. Buffer, Drogensüchtige. Sollen wir mal da reingehen? Ach, das ist doch nur... Hey! The fuck? Ernsthaft? Open Clairpedia. What do you want to know? Alien. I have no further informations of this kind of being, but according to my parameters, this creature is not common on this world. Ein fucking Alien. Mensch, Brutus, geh mal jetzt da raus jetzt. Zamol. Ich weiß, du hast erledigt. Du kriegst trotzdem keine Trophäe dafür. Ne Alien Blaster. Aber viel wert. Joink. Joink. Du mich auch. Mein Gott. Kontakt zu einer höheren Spezies gehabt. Aber mehr ist ja auch nicht. Interessant. Es wird langsam hell. Fucking Alien. Können wir an dem Schiff noch irgendwas machen? Ich hätte gerne mit ihm geredet. Gut, ob er überhaupt unsere Sprache kann. Gucken wir uns nochmal kurz diesen Bunker an. Ich weiß, ich wollte doch die Quest abgeben. Aber das strahlt mich so an. EOG-Bunker. Da können wir rein und dann ex. Okay. Na, komm schon. What the fuck is here going on? Okay. Du bist wer? Chuck Finley. Aber mehr sagst du auch nicht, oder wie? Hey. Hey there. Something I can help you with? What's... Oh, fuck. What's the story of this place? What's the story with this place? Well, for starters, my name's Chuck. Chuck Finley. Part of a group of outcasts from the Brotherhood of Steel. We're from the DC area.
and this bunker is our home in the Commonwealth. What are you guys doing out here? We're on a bit of a crusade. We're here to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless. You know, in a world full of criminals who operate above any law. Now listen, sorry about that. Our entertainment options here are kind of limited. But to answer your question, you could say we're like the Brotherhood of Steel, but without the whole, you know, Nazi vibe. We generally believe that all sentient humanoids have a right to exist. So we don't start fights with others just because their skin or DNA is a little different than ours. Except feral ghouls. Fuck those guys. Mm-hmm. Come to think of it, most super mutants too. Bunch of bitchy little girls. Oh yeah. Anyway, we mostly do mercenary work to pay the bills. Hostage rescue, wild animal control, escort some travelers to and from major trading hubs. Shit like that. We try not to be evil. And of course, we search and accumulate as much technology as we can. You're in charge? Me? Oh, hell no. I might be the oldest, but no one's actually really in charge. You know, we came from a strict hierarchy with the Brotherhood of Steel, and we all saw how great that turned out. The chain of command was so inefficient, it would get us all killed if we tried that bullshit here. We're a small enough group, and we don't need a formal hierarchy fucking us up. I wanted to ask you about something else. Okay, shoot. Sollen wir dabei? Ja. How can I get in? Well, obviously we don't let just anyone in. The only reason you made it through the front door is our scouts spotted you a mile away and radioed in that you matched the description of the person who's been taking out raiders lately. So we turned off the turrets and figured we'd give you an audience. We work on a you scratch my back, I'll scratch your system here. Mm-hmm. If you want in, you gotta do something for us first. Gerne. Go ahead. I'm listening. The job is to retrieve a weapon for one of our brothers. As background, we do a fair amount of work transporting traders, you know, and patrons to and from Fusion City. It's a goddamn dangerous job providing transportation through the glowing sea, but it does pay well. One of our crew goes by the name Grabthar. Well, he got denied entrance to Fusion City after taunting the guards there, and they confiscated his weapons and supplies. Anytech, the security division of Fusion City, never really formally charged Grabthar with anything, but the items they confiscated ended up being sold at one of their public auctions. And one of the items they took was Grabthar's sledgehammer. That weapon has a lot of serious sentimental value to Grabthar since it was given to him by his late brother Warven right before he died. I think I've heard enough for now. Good. Haben wir jetzt die Quest oder haben wir sie jetzt nicht? Hey. Hey there. Something I can help you with? How can I get in? Well, obviously we don't let just anyone in. Hola. The only reason you made it through the front door is our scouts spotted you a mile away and radioed in that you matched the description of the person who's been taking out raiders lately. Jetzt sag mir, was ich machen soll, damit ich reinkomme. Get to the point. What do you need? Right. So Anytech holds public auctions every now and then, and that's where they sell their confiscated property. I think the last one was over at the church in Nantic Banks. Anyway, head over to Nantic Banks and see what you can find out about the auction and track down the sledgehammer. Mm-hmm. Bring the weapon back to me and we'll see about letting you in the bunker. Deal? Deal. Sure, why not? All right, I'll mark the location of the church on your map. Na also, wir haben eine neue Quest, neue Freunde. Bald. Und dann können wir da rein. Bin gespannt. Rote Flagge, immer gut. Nice. Und Munition, oh Mann, das gehört alles uns dann irgendwann mal. Hoffe ich doch. Cool. Und was ist für heute? Ab zur Atmung. BOG Bunker. Neue Freunde, vielleicht oder auch Feinde. Auf jeden Fall werden wir die Quest machen, die sich aber recht schwer anhört. Glowing Sea, habe ich gehört. Hört sich nicht einfach an. Und wir müssen die Quest noch zurückbringen. Und allerwichtig ist, wir haben ein Alien gesichtet. Fucking UFO. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Wir haben die Quest geschafft mit der Bohrinsel. Jetzt müssen wir noch 4 Objekte finden und zurückbringen. Oh, das wird ein langes Ding. Das könnte noch ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht. Es wird weitergehen. Nach einer Pause. Ich glaube, eine Folge können wir noch spielen. Und dann wird es zu einer Pause kommen. Denn ich ziehe, wie bereits gesagt, schon um. Und freue mich auf die neue Umgebung. Mehr Platz. Gutes Leben. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Little Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.